Der S&P 500 pendelt weiter um die 4000er Marke. Der DAX hat nochmal gestern ein neues Jahreshoch über 15.200 Punkten erreicht. Aber vieles, vieles spricht dafür, dass wir jetzt in einem sehr späten Stadium dieser Rallye sehen. Wir können noch ein bisschen beim S&P Luft nach oben haben, minimal Luft nach oben haben. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist aus meiner Sicht jetzt auf der Unterseite viel, viel besser. Warum? Weil die Märkte in einem Goldilocks-Szenario annehmen, die beste aller Welten einpreisen. A, es kommt keine Rezession. B, die Fed wird aber dennoch die Zinsen senken und das passt nicht zusammen. Das wird so nicht passieren. Entweder wir haben die Rezession und die Fed wird dann die Zinsen senken oder und daraufhin allerdings die Margen und Umsätze der Unternehmen deutlich schlechter werden, sodass sich dann die Bewertungsfrage stellt. Oder wir kriegen keine Rezession, was ja an sich gut für die Aktienmärkte ist, aber dann wird die Fed nicht umsteuern und das ist nicht gut für die Aktienmärkte. Schauen wir uns die Dinge an, wie sie derzeit gelagert sind. Das ist das Goldilocks-Szenario, was Sie hier in diesem Chart sehen und da sagt Nomura, das ist der Largest Market Disconnect, nämlich das, was letztendlich die Financial Conditions hier uns suggerieren. Alles wird gut. Diese Financial Conditions werden ja immer laxer. Das kann und wird der Fed nicht gefallen. Und auf der anderen Seite sehen wir die total invertierten Zinskurven, die schreien Rezession voraus. Das ist sozusagen die unterschiedliche Botschaft der Märkte, die Anleihe. Märkte sagen, was die Zinsstrukturkurve betrifft, da kommt etwas Dickes, da kommt eine fette Rezession. Die Financial Conditions gehen davon aus, dass ein Goldilocks-Szenario eintreten wird. Goldman Sachs hat jetzt vor ein paar Wochen ja mal gesagt, okay, wenn wir ein Soft-Landing-Szenario haben, dann dürfte der S&P 500 bei 4000 Punkten sein und landen. Jetzt sind wir bei 4000 Punkten, das heißt, Soft-Landing ist faktisch eingepreist, alles andere ist nicht eingepreist. Deswegen ist aus meiner Sicht eben auch das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt auf der Oberseite doch eher ungünstig, weil die beste aller Welten inzwischen eben eingepreist ist. Wenn es so kommt, okay, wenn es nicht so kommt, dann sehen wir ein Problem. Gestern haben wir Probleme gesehen. Sehen vor allem bei Goldman Sachs, die über 6% gefallen sind. Das hat den Dow Jones belastet, der über 400 Punkte gefallen ist. Der S&P leicht negativ, Nasdaq sogar positiv, weil vor allem die meistgeschorteten Aktien weiter steigen. 20% haben die jetzt in wenigen Tagen gemacht. Aber wenn wir uns mal die Banken anschauen, und das ist ja das, was hauptsächlich von der Berichtssaison in den USA bisher gekommen ist, dann sehen wir sehr schwach Citigroup, was praktisch Net Income betrifft im Vergleich zum Vorjahr. Wir sehen Wells Fargo Katastrophe, wir sehen Goldman Sachs, wir sehen nur Morgan Chase und the Bank of America eigentlich im Plus. Also da sehen wir schon, da gibt es möglicherweise Schwierigkeiten bei dieser Berichtssaison. Aufgrund der Berichtssaison sind jetzt übrigens 94% aller Unternehmen in ihrer Blackout Period, dürfen also keine eigenen Aktien zurückkaufen. Ende der Woche werden es 98% sein. Und hier sehen wir nochmal diesen Short Squeeze, der vor allem Hedgefonds getroffen hat. Wir sehen, die mussten eindecken. Short Covering ist hier passiert, einer der größten Short Covering Prozesse der letzten Jahre, die wir hier gesehen haben. Das war nur praktisch Anfang 2021 noch etwas heftiger. Und hier finde ich ein sehr passendes Bild insgesamt zur Beurteilung der Märkte. Wenn dir ein Analyst sagt, es regnet und ein anderer sagt dir, nein, es scheint die Sonne, dann hast du die verdammte Pflicht, selber aus dem Fenster zu gucken, um dir eine Meinung zu bilden. Das gilt auch für diese Märkte. Und wenn ich der Auffassung bin, dass wir sehr wenig Potenzial auf der Oberseite noch haben, dann kann das ja, oder sollten Sie das natürlich mit einer ganz eigenen Wahrnehmung irgendwie konterkarieren, respektive eine eigene Wahrnehmung da dagegen setzen. Eine sehr eigene Wahrnehmung hat auch die EZB. Gestern dieser Bloomberg-Bericht, der wirklich ein echter Market-Mover war, wonach die EZB wahrscheinlich jetzt im Februar nochmal 0,5 die Zinsen anheben wird, aber dann auch nur noch, wenn überhaupt, kleine Schritte machen wird. Dadurch sind die Zinsanhebungserwartung gefallen, die Anleiherenditen sind gefallen, das hatte zunächst mal den DAX nochmal beflügelt, auch den S&P 500 über die 4000er Marke gebracht, aber was wir hier sehen, könnte eine Gefahr für die Märkte sein, denn everyone is shorting the dollar, hier sehen wir mal die Dollarpositionierung.
Die ist so gering pro Dollar wie seit gute 3 Jahren nicht mehr. Also Schmidts Katze und Lumpis Nachbarhund, die sind alle long gegen oder sind alle short im Dollar, spekulieren gegen den Dollar, sind vor allem Euro long. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Cash Levels jetzt von 5,9 auf 5,3% gefallen sind von den Großinvestoren. Die sind also weiter in die Märkte gegangen, allerdings eher nicht in die US-Märkte, sondern vor allem eben nach Europa, nach China, da in die Schwellenländer, wo man sich sagt, naja, die sind A, günstiger und B, haben die US-Märkte ja so eine unglaubliche Outperformance jetzt gehabt in den letzten Jahren. Und jetzt nochmal zu diesem Goldilocks-Dilemma oder diesem Goldilocks-Szenario. Das ist letztendlich das Dilemma der Fed, wenn sie es zulässt, dass eben die Financial Conditions sich lockern durch weitere Anstiege der Aktienmärkte und weiteren Fall der Renditen. Dann dürfte die Inflation dauerhaft bleiben, denn die Nachfrage wird damit größer, damit das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das ja inflationär ist. Gleichzeitig ist der Arbeitsmarkt bisher noch sehr, sehr robust, auch wenn immer mehr Firmen jetzt Entlassungen vornehmen, dazu gleich mehr. Auf der anderen Seite ist die Fed eben wohl gezwungen, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren, wirklich dagegen zu halten. Es ist dieser Kampf der Märkte, den wir derzeit erleben. Und wer jetzt bullish ist und an das Goldilocks-Szenario glaubt, der muss annehmen, dass die Fed umsteuert, entweder weil eine Finanzkrise kommt, irgendeine Krise, die sie zum Umsteuern zwingt, oder weil die PCE-Inflation, also die Kernrate der Inflation, Personal Consumption Expenditure, auf die Fed besonders achtet, Richtung 2% läuft, was aber unwahrscheinlich ist. Die Headline-Inflation, CPI dürfte bald deutlich herunterkommen, aber PCE eben nicht. Das ist aber das, worauf die Fed besonders achtet. Und da ist aus meiner Sicht eben dieser komische Widerspruch, dass jetzt die Bullen irgendwie hoffen müssen, dass die Wirtschaft sich abkühlt, dass die Dinge also irgendwie schlecht laufen, dass die Fed letztendlich dann gezwungen ist, die Zinsen zu senken. Wir sind, wenn das jetzt der Beginn eines Bullenmarktes ist, im teuersten aller jungen Bullenmärkte, die die Geschichte je gesehen hatte. Also da habe ich so meine Zweifel. Mal sehen, was heute Fed-Mitglieder sagen. Heute Bostic, Ballard, George, Harker und Logan, die werden sich äußern. Vor allem auf Ballard wird man mal wieder achten. Morgen kommen dann noch welche und am Freitag dann weitere Speaker seitens der Fed, und man wird heute natürlich um 14.30 Uhr wichtige Daten beachten aus den USA. Einmal die US-Erzeugerpreise, die zum Vorjahresmonat um 6,8% steigen sollen, zum Vormonat allerdings um 0,1% fallen sollen. Und wir haben die Einzelhandelsumsätze erwartet hier minus 0,8%, also der so wichtige Konsum in den USA steht im Vordergrund. Je höher die Erzeugerpreise oder niedriger die Erzeugerpreise, desto schlechter oder besser für die Märkte. Also wenn die Erzeugerpreise niedriger sind, dann sagen sich die Märkte, oh super, dann wird die Fed bald diesen Pivot machen. Wenn die Einzelhandelsumsätze sehr schlecht wären, wäre das wahrscheinlich für die Märkte auch positiv. Es sei denn, sie sind so schlecht, dass man fürchtet, wow, jetzt geht es ja wirklich zur Sache. Wir werden sehen. Jedenfalls, die Märkte gehen davon aus, dass wir noch 2 Zinsanhebungen bekommen, auf im März dann 4,75 bis 5%. Die allermeisten gehen davon aus, dass es dann damit gewesen ist. Aber je höher die Aktienmärkte, umso mehr wird die Fed dagegen halten müssen und wollen, weil sie sagt, das können wir nicht durchziehen, sonst müssen wir wie Sisyphos immer wieder den Stein nach oben auf den Berg rollen, und dann rollt er wieder runter, dann müssen wir wieder raufrollen. Ähnlich sieht es Marko Kolanovic, der ja sehr lange sehr, sehr bullisch war, jetzt offenkundig nicht mehr bullisch ist. Er verweist erstens auf die Rezessionsrisiken und zweitens auf die sogenannten Over-Tightening Risk, also auf praktisch die Gefahr, dass die Fed eine Überstraffung der Geldpolitik vornimmt. Hier unten sehen wir charttechnisch mal, wir können noch ein bisschen beim S&P 500, 78,6er Retracement, 4029 Punkte, oben schon die negative Divergenz im RSI, sowieso sind wir überkauft, beste aller Welten eingepreist, Goldilocks geht nicht besser. Und wenn jetzt Jim Cramer sagt, also verkauft jetzt nicht, macht keine Panic Sells, dann wissen wir, was gespielt wird, meine Damen und Herren, denn Jim Cramer ist sehr zuverlässig. Er hatte am 23. Dezember etwa
gesagt, ich würde Kryptos nicht mehr in einer Million Jahre anfassen seit dieser Aussage. Bitcoin 26%, Ethereum 28% und so weiter und so fort. Der Mann ist unglaublich treffsicher. Ich glaube nicht, dass diese Rallye bei Kryptos nachhaltig ist. Verstehen Sie mich da nicht falsch, aber das Timing von Cramer ist halt zuverlässig falsch. Und hier unten im Chart sehen wir mal, dass der S&P 500 übergeordnet tiefere Hochs macht, aber der VIX macht tiefere Tiefs. Das ist normal eine Divergenz, die dann zu fallenden Kursen führt. Wir sehen hier die Aktien über ihrem 20-Tages-Durchschnitt beim S&P 500 schon leicht nach unten drehend, beim Nasdaq 100 noch nicht. Da sind wir jetzt über 80% der Aktien, die über ihrem 20-Tages-Durchschnitt handeln. Und normalerweise, wenn solche Extremwerte erreicht werden, dann kommt das, was man als Reversion to the Mean bezeichnet, also die Rückkehr zum Durchschnitt, zum Durchschnittswert, oft sogar eine Übertreibung nach unten. Sie sehen das hier in diesem Chart. Das geht immer ganz nach oben bei diesen Stocks above their 20-day moving average und dann geht es wieder ganz nach unten und dann geht es wieder nach oben. Das ist eben dieses Hin- und Herschwingen der Märkte. Wir haben Entlassungen, ich hatte es vorhin schon gesagt, 5% der Microsoft-Belegschaft, ich glaube 11.000 Leute, will man angeblich entlassen. Diese Meldung kam gestern, dann gestern spät abends. Dann der Umsatz von Twitter dürfte um 40% gefallen sein nach Insider-Informationen. Das könnte für Elon Musk ein Problem sein, aller meine allerbesten Freunde, meine Damen und Herren. Denn da werden jetzt Ende Januar Zinszahlungen fällig, die dazu führen könnten, dass die gestern wieder stark mit einer Rallye gelaufenen Tesla-Aktie wieder unter Druck kommt. Zwar hat Elon Musk gesagt, ich werde keine Tesla-Aktien mehr verkaufen bis 2025, aber das hat er schon oft gesagt, der gute Mann. Jetzt wird also praktisch, oder ist die Situation bei Twitter so, dass die Umsätze zurückgehen. Gleichzeitig muss das Unternehmen praktisch so viel an Kreditkosten schultern in diesem Jahr, wie man Umsätze hat. Das wird eine sehr interessante Situation, was sich da entwickeln wird. Genauso wie bei dieser Schuldenobergrenze. Janet Yellen hatte ja Ende letzter Woche gewarnt, die werden wir am Donnerstag erreichen, also morgen. Jetzt hatte McCarthy, der Sprecher des Abgeordnetenhauses von den Republikanern, gesagt, ja Mensch, lass uns doch mal sprechen, liebes Weißes Haus. Das Weiße Haus hat gesagt, na, wir brauchen nicht sprechen, das ist überbewertet, aber das wird jetzt praktisch immer heißen. Die Kartoffel wird immer heißer. Die Biden-Administration steckte den Kopf in den Sand und sagte, ja, wenn mein Kopf im Sand steckt, dann sieht mich keiner. Bin mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Und wenn wir jetzt nach Asien kommen, hier hatte der Yen heute auf die Mütze bekommen, denn die Bank of Japan hat gesagt, wir halten an der bisherigen Zinskurvenkontrolle fest, also dass man praktisch die 10-jährige japanische Staatsanleihe maximal bis 0,5% steigen lässt. Und da hatte der Markt eigentlich erwartet, dass da ein weiteres Entgegenkommen, ein weiteres Zurückweichen der Bank of Japan der Fall sein könnte. Das war nicht der Fall. Daraufhin Dollar-Yen nach oben, also der Yen, der zuletzt sehr stark aufgewertet hatte, nach unten, das hat den Nikkei beflügelt, aber das ist ein Spiel, wahrscheinlich ist Japan the most important risk in the world, denn das ist eine Notenbank, die so ein bisschen an den realen Sozialismus erinnert. Da sagt Jim Grant, also das ist wie mit der Berliner Mauer, irgendwann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie fällt. Und das ist in Japan eben auch so, du kannst als Notenbank nicht eine Politik des 17. Jahrhunderts machen, auf Deutsch gesagt, die jetzt nicht mehr funktionieren wird. Die Märkte wetten gegen die Bank of Japan, die versucht dann mit solchen Geschichten diesen Kampf zu gewinnen, aber in einem Jahr wird es so sein, dass gar keine japanischen Anleihen mehr gekauft werden können, weil die Bank of Japan alle japanischen Anleihen besitzt. Und dann wird es praktisch interessant. Die Notenbank kauft schon für 300 Milliarden Dollar pro Monat, betreibt sie Quantitative Easing. Das kann und wird nicht gut gehen. Das ist ein Unfall in Zeitlupe, der da passiert. Unfall in Zeitlupe, auch die deutsche Energiepolitiker. Hier hatte ja die Greta Thunberg kürzlich gesagt, also Deutschland
gehöre zu den größten Umweltverschmutzern weltweit, wenn wir das mal abgleichen mit den Fakten, nämlich CO2-Emissionen pro 1000 Dollar BIP, dann sind wir da in Deutschland bei 0,14, die Amerikaner bei 0,23, Südkorea 0,27, Russland 0,48 und China 0,5. Also wir emittieren zwar jetzt wieder mehr CO2 durch die großartigen Kohlekraftwerke, die jetzt wieder an den Start gehen, aber es ist vergleichsweise immer noch einigermaßen okay. Und das Interessante ist, dass eine solche Aussage von Greta Thunberg eben praktisch von den Medien nicht widersprochen wird. Die wird da interviewt und dann sagt sie solche Sachen. Keiner sagt, nee, das stimmt leider nicht, das ist falsch. Und hier jetzt Aufnahmen aufgetaucht, wie Greta Thunberg sozusagen posiert mit Polizisten, die dann eine Verhaftung nachspielen. Also das zeigt dieses ganze immense Theater, das um diese ganze Sache gemacht wird. Lützerath ist im Grunde totaler Schwachsinn, das wird in 2 Wochen wieder total vergessen sein. China und Indien, darauf kommt es an, da sollten die Herrschaften mal hingehen und sagen, Xi Jinping, gell, oder Modi, macht's mal was anders, gell, damit wir da wieder eine Zukunft haben. Aber nein, man geht nach Lützerath und versteckt sich in Löchern. Das ist auch eine Möglichkeit, die Realität zu verweigern. Hier sehen wir 2 Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren, die beide es in sich haben. Die erste, nämlich Saudi-Arabien offen für Handel in anderen Währungen als dem US-Dollar. Das war ja der Deal zwischen den USA und Saudi-Arabien. Öl nur in Dollar. Dafür schützen wir euch, dafür seid ihr unsere Buddies im Nahen Osten. Jetzt könnte das aufweichen. Extrem wichtig, geopolitisch. 1. Artikelempfehlung und 2. Artikelempfehlung. Sparkassenrisikoampeln zur Hälfte auf Gelb oder Rot. Zinsschock in extremsten Simulationen nicht durchgerechnet. Auch das extrem interessant. Also diese 2 Artikelempfehlungen hier sage ich erst einmal Servus und Ciao.